Naja, eiert viel zu viel rum. Das wäre reines Glück. Schon wenn man die Texturen sich anguckt, wie das aussieht, ja. Kann man einfach mal da drauf ballern. Junge, trifft man schon. Wahrscheinlich hat das Spiel dann nicht mal was geladen. So, auf jeden Fall schon mal praktisch. Ich krieg meine Gewehrmunition wieder voll. Dann mal darauf. Und dann hier hoch. Darüber springen oder? Naja, ich glaube, wir müssen hier rüber balancieren. Schön, bloß nicht auf den Moos hier ausrutschen. Oh, der eiert auch schon so rum. Muss das denn sein? Lass mal auch mal. Ich sag bloß, da kommt jetzt noch ein Heli an, der mich gleich abknallt. Den muss ich jetzt wirklich nicht haben hier, ne? Ziel erfasst. Warum komme ich denn da jetzt nicht dran? Führe Angriff durch. Da, Kletterhaken. Unterwegs. Hauptsache jetzt habe ich jetzt hier so ein Scheiß. Was ist denn jetzt hier los? Oh, die eine ist, glaube ich, draufgegangen. Wow, danke. Bitte. Vorsicht. So. Warum sind hier so viele Adler? Sind die nicht sogar geschützt? Hier gibt's gleich Ärger. Immer müssen wir die arme Frau hier retten. Ich brauche. Ja, ich helfe dir ja schon. Das Problem ist jetzt noch dieser scheiß Flugzeug. Greifen die Adler nicht mal das Flugzeug an. Pumpgun. Schon wieder. Ich glaube, jetzt ist sie tot. Na, auf jeden Fall haben wir das Ziel erreicht. Was für eine Bombe? Voll der Freak, ey. Können wir mal versuchen, weil er jetzt gerade so schön nah ist. Mal, gehen wir darauf. Gehen jetzt mal ganz nach oben. Luftunterstützung im Anflug. Nein! Dieser Mistkerl. Ich will ihn jetzt runterholen. So ein Mistkerl!
trefft ihn doch niemals. Ey, ist doch nicht wahr. Ist doch nicht wahr. Der kann einfach so entkommen. So, kann ich hier irgendwo mit Wingsuit springen? Ich wollte mal hier mit dem Wingsuit springen, fliegen. So, wieder erste Hilfekasten eingesammelt. Greife gleich an. Das bringt leider nichts. Zu weit weg. MG bräuchten wir hier. Einfach springen. Wir springen jetzt einfach mal. Gletscher, du. Hui. Wo fliegen wir denn hin? Boah. Na, Wingsuit haben wir gar nicht, sondern einen Gleitschirm. So, kommen wir hier irgendwie immer mal runter. Boah, nicht in die Bäume rein, nicht in die Bäume rein. Brumm. Autsch. Boah, auch voll in den Baum, wirklich tatsächlich genau rein. Okay, haben wir das. Machen wir mal eine Schnellreise. Um nochmal Waffen kaufen zu können. Jo, da sind wir. Sie ist auch da. Und verschiert mit. Kannst du mal weggehen hier, ey? Meine Güte, die Frau. Gut mit dem Bogen, aber. Das ist nervig. Jo. Beute verkaufen. Ich hab doch hier die ganzen Dinger gehabt. Wo sind die ganzen Zeitschriften? Das brauchen wir allerdings. Ich hab ich schon von den Dingern. Da steht's dran, wie viel man hat. Scheiß christliche Haut habe ich nur eine. Waffen. Jetzt können wir uns auch die Pumpgun hier holen. Ich konnte aber einmal auch mehr Schuss, mitnehmen, deswegen wollte ich mich eigentlich gerade mal hier gucken. Weil ich auf einmal einen neuen Schuss mitnehmen kann. Nee, erreicht insgesamt 4 Widerstandsstufen in Blieb. Ah, da krieg ich die. Eigentlich das gleiche, nur dass die, glaube ich, tatsächlich eine Maß für RPG ist allgegenwärtig kein Grund, nachts vor einem. Laden die Zelte aufzuschlagen und auf die Veröffentlichung zu warten. Ja, steht noch nicht Details. Na. Ja, dann ist das gleiche. Bin mal gespannt, was an der anders ist.
Ich hoffe mal, dass das eine Ziehsuch-Dingens ist. Okay, Story. Krieg den Drogen. Wie möchte, dass ihr die Blitzproduktion der Sekte stört? Zerstöre alle Boote und Trucks, mit denen das Blitz auf die Region transportiert wird. Machen wir die hier. Karte. Ah, ne, Karte war ja. Ah, wir können auch hier Punkte hier einsetzen. Erntemeister? Ne, das brauchen wir nicht. Ach, da wäre der wenigstens gut. Fahrzeugestopper. Kugeln fügen Fahrzeugen mehr Schaden zu. Klappt am besten mit gepanzerter Munition. Waffenprofi. Schnelleres Nachladen, Ziel und Wechseln von MPs, Schrotflinten, mehr Stabilität. Saboteur. Gewehrmeister. Schnelleres Nachladen von Zielen von Gewehren und Scharfschützengewehren. Und hier Schwergewichtsmeister. Schnelle Sachen von Ziel wechseln von LG. Werfern, Flammenwerfern. Taschenmunition. Das war schon teuer, ne? Spezialmunition, panzerbrechende Brand sowie Spezialraketenwerfer, Munition. Werfen. Geist. Takedown-Meister. Schaltet Kettenwurfwaffen und Seitenwaffen-Takedown frei. Erhöht die Takedown-Reichweite. Flinkfingerherstellung, Sabotage, Sprengfallen, Alarm und so. Safe-Knacker. Bewege dich mit Glugleitung wesentlich schneller. Funktioniert auch in der Card. Tja, was nehmen wir denn? Das ist eigentlich alles. Gibt so viele coole Sachen. Nachladen. Ja. Gewehr. Machen wir das. Oder schneller nachladen können. Und menschlicher Fisch. Schwimmen schneller und du kannst länger was Luft anhalten. Das machen wir auch. So. Drogentrucks und ein Boot haben wir bisher zerstört. Wir können ja auch mal hier noch hin. Ah ne, da war ja auch... Erntetruck. Den müssen wir zerstören, ne? Den Drogentruck heißen die Dinger. Achso, das sind ja die Dinger, die sollen wir gar nicht zerstören. Vergesse ich immer. Die sollen wir ja plündern. Ist bestimmt Zeitverschwendung. Warum ist da jemand? Also ich stirb zu schnell, da kommen wir nicht hin. Oh. Erledigt. Scheiße, ja. Was ist denn der Hund jetzt wütend? Ich rücke vor. Das war knapp. Die haben ja denjenigen gekillt. So, da sind wir wieder davon abgekommen, was wir nicht machen wollen. Was sind denn die Dinger, die wir kaputt machen sollen? Ich hab doch die Quest jetzt. Genau. Ah, da waren wir, glaube ich.
Ne, das ist ein Schrein. Lösung. Da kann man ein bisschen was kaputt machen, einnehmen. Ich finde nicht das, was wir machen sollen. Brücke der Tränen. Ist auch wieder kein Boot. Oder machen wir das einfach nur nebenbei machen, weil es lässt sich ja die Quest überhaupt nicht verfolgen. Warum habe ich dir eigentlich schon so viele Punkte? Okay, weil ich ein bisschen was da gemacht habe. Klatschnixen. Hyperversteck. Das sind immer die Sachen, die man so noch durch das Quatschen herausgefunden hat. Machen wir das hier, oder? Das ist am nächsten. Das ist recht nah von dem Punkt hier. Okay, machen wir da die Schnellreise hin. Eigentlich wollte ich ja der Hauptquest folgen, aber irgendwie zeigt mir das ja nicht an. Also muss ich irgendwie nebenbei anscheinend zerstören. Aber es sind ja noch andere Hauptquests. Aber jetzt machen wir da. Wir räumen hier einfach die Stadt auf. Wir räumen jetzt hier einfach ein bisschen auf. Kann ich denn kein. Doch, da war doch der Wegpunkt. Schon wieder das scheiß Flugzeug. Du hast uns bisher hergebracht. Die Peggys haben so viele Patrouillen. Die Leute müssen aufpassen. Scheiße. Bo ist noch da draußen. Klar, er ist gut, aber wir haben schließlich Krieg. Also los, sehen wir mal nach, wie es ihm geht. Faith meint es ernst. Sei vorsichtig, Deputy. Geht sie jetzt gezielt dahin? Mein Cousin macht Messergriffe aus Elchgewein. Die hey Kumpel, gibt's irgendwas Schwarzes? Ich glaube nicht, nein. Ich hoffe, die Peggys ärgern sich schwarz über diesen Verlust. Hallöchen, Kumpel. Was würde sich ein Helikopter kosten? ...2000 noch was. Aber der ist dann besitzt. Ah! Das hat jetzt nichts gekostet, ne? Nö, weil ich den im Besitz habe. Steigst du ein? Ups. Habe wieder hier rumgeschossen. So. Jetzt haben wir das auch mal hier geklärt. Wir müssen den gar nicht immer kaufen. Haben wir hier irgendwo noch in der Nähe einen Schrein? Irgendwo hat man doch auch diesen diese Schreine gesehen. Das sind die Dinger hier, ne? Ja, auch nicht. Egal. Wir fliegen jetzt dahin. Kann ja wirklich. Da waren die Täuschkörper. Andere Waffe habe ich nicht. Gehen wir mal hier ein bisschen runter. Gibt es hier vielleicht auch was? Weil da ist ein Symbol. Aber mit dem müssen wir wahrscheinlich einfach nur reden.